Hallo und herzlich willkommen zu Living in Process am Neumond am 19.8. Ich finde das immer sehr, sehr spannend, wenn eben diese Mondzyklen oder besondere Energien auf einen Mittwoch fallen, weil wir hier an einem Mittwoch mit dem Lebensrad schauen. Mein Name ist Sirut Sabine Haller und ja, ein ganz herzliches Hallo allen neuen Zuschauern, ein herzliches Hallo zu dir und alle Informationen zu meinen Kartenreadings, zu den Karten, die ich verwende oder zu einem persönlichen Reading findest du unten in der Infobox. Ja, Living in Process, das Lebensrad, die Stationen im Lebensrad und die zentrale Energie. Ich habe gerade gestern oder heute gelesen, Neumond im Löwen. Ja, wir haben auch noch ein, zwei Tage das Sternzeichen Löwe. Also es geht um deine Feuerkraft, um das Feuer in dir. Und ich bin total gespannt, welche Energien sich da heute zeigen möchten. Und wie immer die erste Karte decke ich auf jetzt und die anderen lege ich zu den einzelnen Stationen und wir schauen dann in Ruhe. Und wenn du schon öfter hier geschaut hast, weißt du, dass die kleinen Karten nicht springen, dass ich da ziehe. Amen. Das Rad des Schicksals. Was für eine Energie. Und sie könnte nicht schöner jetzt hier zu diesem Neumond passen. Das Rad des Schicksals nimmt neuen Schwung. Du gehst im schlechtesten Fall eine neue Runde in dem Kreislauf, wo du drinne hängst. Und du gehst im besten Fall eine Stufe höher, einen neuen Weg, wenn du dich dafür entscheidest, den alten Kreislauf zu verlassen. So ist das Leben. Entscheidung liegt bei dir und ich bin echt gespannt, was jetzt die anderen Karten sagen möchten. Also das Rad des Schicksals ist immer eine Chance, es ist immer eine nächste Runde, es ist Bewegung, es sind schicksalhafte Fügungen. Es ist eine neue Energie, eine neue Kraft, die hier in deinem Leben zu wirken beginnt. Und vielleicht hast du den Impuls, etwas Neues zu starten, dann ist das Rad des Schicksals eben auch der Impulsgeber, der Schwunggeber. Und schau mal die Unterseite, das Ass der Kelche. Ich bin total berührt von dieser Energie. Sehr kraftvoll, sehr tief bei dir ankommend. Spür da einfach mal in dir nach. Und ich fange auch heute wieder mit dem Element Erde an, mit dem Fundament, mit dem, was jetzt vielleicht zu Ende geht und dem, was neu geboren werden möchte. Die acht Schwerter. Ja, mit dem, was zu Ende gehen möchte. Also du darfst dich hier aus deiner inneren Gefangenschaft, aus vielleicht den Opfergefühlen, die dich da gerade noch gefangen halten, aus Situationen, wo du spürst, du kommst hier nicht weiter, da darfst du dich jetzt befreien. Und du wirst dich selbst befreien müssen, indem du eine Entscheidung für dich triffst, nämlich die, dass du jetzt aus diesen Situationen, die dir hier nicht gut tun, aus Gefühlen und Gedanken, die dich einengen, die dich zurückhalten, dass du da jetzt aussteigst.
Es geht wirklich ganz, ganz klar um deine Kraft, um deine Entscheidung. Du hast dich einst entschieden, dich hier einzuschränken, zurückzuhalten, da stehen zu bleiben, nicht hinschauen zu wollen, dich gefesselt zu fühlen. Und jetzt kannst du dich neu entscheiden. Du kannst sagen, ja, ich fühle mich jetzt hier gerade so und ich treffe jetzt die Entscheidung, aus diesen Gefühlen rauszugehen, aus diesen Gedankenmustern rauszugehen, und dann setzt sich das Rad des Schicksals in Bewegung. Die Pflanzen, der Same, das Wachstum, und mit deiner Entscheidung wird hier eben ein neuer Same gelegt. Der Tod. Deine Entscheidung, das Alte zu beenden, um dem Neuen Raum zu geben. Wirklich aus diesen alten Mustern auszusteigen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt vorwärts, ich lasse jetzt diese alten Gedanken, diese alten Gefühle ein Stück weit hinter mir, in dem Sinne, dass du dir bewusst wirst, woraus die oder woher die Gedanken und Gefühle entstammen und diese Ebenen einfach in dir anschaust und heilst. Und der erste Schritt in diese Heilung ist ganz einfach deine Entscheidung, da jetzt rauszugehen. Da kann dir auch nichts und niemand im Außen helfen. Die Entscheidung muss aus dir kommen. Und dann können Hilfen und Unterstützungen auch vom Außen zu dir kommen, auch von der geistigen Welt, von Gott. Erinnere dich an das Ass der Kelche. Hier wird dir eine Riesenchance gereicht, in dein Inneres zu schauen, um wirklich diesen goldenen Kern in dir freizulegen. Wie sind deine Gedanken dazu? Welche Ideen hast du? Welche Visionen tragen vielleicht auch deine Entscheidung? Die Königin der Stäbe. Dein Gedanke daran, auf deinem Thron Platz zu nehmen, in deiner Kraft anzukommen. Die Königin der Stäbe ist hier wirklich offen für alles. Sie ist bereit, genau hinzuschauen. Sie steht für Wachstum, für Entfaltung, für pures, lebendiges Leben in dir, aus dir heraus. Ja, sie ist offen für das, was ich zeigen möchte. Und sie lebt auch ihre Feuerkraft, ihre sexuelle Energie. Sie ist verbunden mit der Erde und bereit, das Leben zu empfangen. Die Tiere, die Gemeinschaft, die Struktur, die Familie, wo du vielleicht noch drin steckst oder in welche Richtung du da gehen möchtest. Und hier trifft eher die Formulierung, wo du da noch drin steckst, die 5 Münzen. Hier geht es darum, eine alte Verletzung zu heilen, wo du dich ausgeschlossen gefühlt hast, wo vielleicht dein inneres Kind sich abgelehnt gefühlt hat, wo vielleicht auch du Aspekte in dir abgelehnt hast, verbannt hast, die jetzt wieder auf den Tisch kommen, die jetzt gesehen werden möchten, damit das Rad des Schicksals sich neu weiterdrehen kann. Betrachte diese Aspekte und schau da wirklich ganz tief, wie viel Heilung du dir da selber zugestehst. Und das ist jetzt nochmal ein etwas speziellerer Impuls. Wenn du die Entscheidung triffst, dich auf deinen Thron zu setzen, dann fang nicht an, bei dem ersten kleinen Hindernis da schon wieder an dir zu zweifeln und aufzustehen. Dann wärst du nämlich wieder hier in diesem Opfer, in diesem dich ausgestoßen fühlen, dich verbannen zu müssen, dich bestrafen zu müssen und würdest hier dein inneres Licht wieder verlassen.
Das Element Feuer, ja, Neumond im Löwe, Feuerzeichen und gerade noch das Sternzeichen Löwe, Feuerzeichen und auch hier die Königin der Stäbe, Feuer. Ich habe es schon angedeutet. Die sieben Kelche. Wow. Und dieses Feuer in dir, diese Bereitschaft, wirklich tief zu schauen, dich dem Rat des Schicksals hier anzuvertrauen, die lässt dich hier alte Illusionen erkennen. Alte Illusionen, wo du dich vom schönen Schein hast täuschen lassen, wo du vielleicht Dinge gehortet hast, die dir nicht gut tun. Das sehen wir eben hier auch an den acht Ste Schwertern und an den fünf Münzen. All das wird jetzt von dem Neumond aufgedeckt, ans Licht gebracht. Du siehst auch die Bewegung, die ich immer mache, nach oben gebracht. Das ist dieses Rad des Schicksals, was dich jetzt dazu einlädt in dieser Neumondenergie. Und die wirkt auch später noch, wenn du das Reading irgendwann mal siehst oder es dir auffällt und du denkst, boah, das spricht mich jetzt an. Also diese Transformationsprozesse leben in der Energie der Karten, in der Energie meiner Worte und auch in der Energie des Videos. Also du kannst dir das auch immer mal wieder anschauen. Und da, ja, du bist eben eingeladen, diese alten Muster jetzt wirklich zu beenden, um immer mehr hier in deiner Kraft anzukommen. Die Menschen, dein Bewusstsein, die Verantwortung, die du für dich trägst, die du vielleicht für andere trägst und deine Entscheidung. Ich bin genauso gespannt wie du. Ich habe die Karte auch noch nicht gesehen. Ja, die 10 Schwerter. Deine Entscheidung, diese alten Muster jetzt zu beenden. Und jetzt weiß ich auch, warum ich zu Beginn bei dem Rat des Schicksals davon gesprochen habe, dass du dich dafür entscheiden kannst, entweder eine neue Runde im alten Muster zu drehen, eine weitere Runde vielleicht, oder ob es an dir ist, jetzt neu zu entscheiden, diese alte Situation zu beenden. Und die 10 Schwerter spricht definitiv von einem Ende und der Tod sowieso. Und die beiden liegen hier wirklich in einer Linie mit dem Rad des Schicksals. Es wird jetzt bei dir, wenn du dich von dieser Energie angezogen fühlst, wirklich eine Situation kreiert oder ein Zusammenspiel von unterschiedlichen Situationen, die dich auf diese Entscheidung vorbereiten. Entscheidend ist dein Mut und dein Vertrauen in deine Seele, in die göttliche Welt, dein Vertrauen, dass alles einem größeren Plan folgt, den du vielleicht noch gerade gar nicht sehen kannst, und dass dieser Plan jetzt eine Wendung, eine neue Stufe für dich bereithält. Das Element Wasser, deine Gefühle, dein Unterbewusstsein. Ich bin gespannt. Ha. Schau dir das an. Genau darum geht es, dass du jetzt mit deiner Entscheidung aus diesem alten Muster auszusteigen in deine Kraft kommst. Auch hier in einer Reihe. Das Rad des Schicksals löst dich aus dieser alten Schleife heraus, bringt dich in deine Kraft und erlaubt dir, dich auf deinen Thron zu setzen. Der Löwe. Die Dämonen in dir, die du jetzt ganz liebevoll anschauen darfst, wo du wirklich ganz mitfühlend auch mit dir sein kannst und darfst. Und auch gerne mal aus diesen alten Verurteilungen aussteigen, um einfach zu spüren, ja, ich habe damals gewisse Entscheidungen getroffen. Vielleicht waren sie auch für dich damals stimmig. Das ist alles okay.
Ich habe auch in solchen Mustern gehangen. Ich habe auch heute manchmal noch das Gefühl, dass hier alte Illusionen auffliegen, wo ich denke, boah, wie konnte ich nur? Dann atme ich tief durch und erlaube mir ganz bei mir anzukommen. Erlaube mir wirklich auch, mich Gott hinzugeben, meiner Seele hinzugeben, zu atmen. Und dann spüre ich, wie diese Kraft mich durchflutet und eben auch ganz viel Licht und auch liebevolle Energie in diese alten Situationen hineingibt. Dein Unterbewusstsein weiß sehr genau, wo die Reise hingeht. Und ich habe so das Gefühl, dass du schon eine Ahnung davon hast, was jetzt hier verwandelt werden darf und vielleicht sogar verwandelt werden muss, wenn du nicht die gleiche Runde noch einmal laufen magst. Deine Ahnen, dein Platz, dein Ich Bin und dein Rückhalt, also deine Ahnen, die dir gewisse Muster mitgegeben haben, die dir gewisse Talente mitgegeben haben. Lass uns schauen. Die neun Stäbe. Und diese Karte sagt mir und sagt auch durch deine Ahnen, dass du wirklich mutig bist, dass du tapfer bist, dass du jetzt aber endlich diese alten Muster verlassen darfst. Du hast dich lange geplagt mit den Situationen, mit den Gefühlen. Du hast dich in gewisser Form abgegrenzt. Du hast in gewisser Form Wachstum in dir akzeptiert. Hast immer mal geschaut, was macht dein Gegenüber oder was macht die Welt im Außen. Und das Ganze macht dich aber müde. Und die Botschaft deiner Ahnen ist, es ist jetzt an der Zeit, dieses alte Muster zu durchbrechen. Du musst nicht für uns leiden, du musst nicht für uns diesen gleichen Weg gehen. Du darfst jetzt für uns dieses Muster durchbrechen und einen neuen Weg gehen, einen neuen Weg hinein in eine ganz neue weibliche Kraft, die aus der Güte deiner Seele gespeist wird. Wow. Und ich möchte auch hier heute, ich habe gerade den Impuls, ich wollte im Grunde eine Fortsetzung machen. Die werde ich auch machen und ich werde jetzt hier die direkt dazu machen. Das ist mein Geschenk heute an dich zu diesem Neumond. Einfach ganz aus diesem Impuls jetzt heraus, aus dieser Energie heraus. Und ich möchte noch die ein oder andere Klärungskarte hier ziehen für dich. Und zwar unter der Prämisse, dass du dich jetzt entscheidest, deine Kraft anzunehmen, dass du dich jetzt entscheidest, dem Leben deiner Seele eine neue Chance zu geben und aus diesen alten Mustern auszusteigen. Und da möchte ich jetzt gerne noch mal schauen, was Tod und Geburt, das Fundament, die Erde für dich bringt. Ja, du wirst erkennen, dass du dich hier in gewisser Form selber betrogen hast, dass du in gewissen Situationen nach deinem Wohl gehandelt hast. Also die sieben Schwerter sprechen schon auch von Betrug, von Lügen, von Listigkeit. Also vielleicht gibt es da eine Situation oder eine Richtung, in der du dich selber belogen hast, wo du dir deine Gefühle, deine Gedanken, die Situation schön geredet hast. Und wir haben hier die acht Stäbe.
Also wirklich die Bewegung. Und da kommt jetzt Bewegung rein. Du darfst das jetzt erkennen. Ich hoffe, die Karten passen jetzt hier alle drauf. Und das Rad des Schicksals und die Königin der Schwerter. Du bist bereit, wirklich deinem Herzen zu folgen, ganz klar hier anzuschauen, was da war und klare Entscheidungen zu treffen. Und wieder die 5 Münzen aus dieser alten Opferrolle herauszugehen und dich nicht mehr in diesen Gedanken zu verstricken. Wirklich die klare Entscheidung. Also die Königin der Schwerter sitzt da schon und sagt, ja, ich bin bereit, liebes Leben, komm. Und mit deiner Entscheidung aus dieser, ja, ich nenne es jetzt einfach Opferrolle. Sei mir nicht böse, guck, dass das für dich passt, aber der Einfachheit halber nenne ich es jetzt Opferrolle. Wenn du da herausgehst, kannst du hier deinen Wert erkennen, deinen Selbstwert. Und genau darum geht es, dass du dich auf deinen Thron setzt. Und der König der Münzen hat jetzt hier eine etwas andere Energie wie die Königin der Stäbe und die Königin der Schwerter. Also der König der Münzen ist geerdet, der sitzt hier fest auf seinem Thron, hat ein Gewand voller Trauben um sich und weiß, ja, hier bin ich richtig, genau das ist mein Weg, genau das ist mein Platz. Und selbst wenn du hier zwischendurch einmal hin und her schwankst, die 2 Münzen, es braucht einige Übung und einige Zeit, deine Energien jetzt hier auszubalancieren. Also mit deiner Entscheidung bei dir anzukommen, dir selbst zu vertrauen, deinen Thron einzunehmen, wird erstmal die Situation oder auch dein Leben ein bisschen wackelig, weil sich ja das Alte erstmal verabschieden darf und das Neue Einzug halten darf. Und es kann sein, dass du da schon gut ausbalanciert bist. Es kann aber auch sein, dass da eben noch mal Situationen kommen, die einfach hier deine Entscheidung prüfen. Dass da Momente kommen, wo vielleicht noch mal ein verlockendes Angebot auf dich zukommt und du im ersten Moment so in dieser alten Energie noch mal bist, um dann zu spüren, halt, stopp. Ich wollte doch was anderes, die 7 Stäbe. Und diese Verlockungen hier, da bist du dann in der Lage, die ein Stück weit abzublocken. Du schaust sie dir an. Du bist nicht grundsätzlich dagegen oder bekämpfst das. Du kannst schon in der Energie bleiben, offen zu sein. Also hier ist das Herz ist offen, aber trotzdem so ein Stück weit geschützt durch diesen einen Stab. Du bist offen und schaust dir die Möglichkeiten an. Du schaust dir die Situation an, vielleicht auch deine Gefühle, um dann zu entscheiden. Und da, wo du vielleicht vorher immer direkt entschieden hast oder dich einer Entscheidung ergeben hast, da stehst du hier schon ein Stück mehr auf sicherem Boden, in dir mehr verankert. Das macht auch der König der Münzen. Und du kannst ganz klar auch mal sagen, nein. Und du kannst genauso gut, wenn du spürst, ja, da möchte ich jetzt hin, ein klares, deutliches Ja sagen. Zur Kraft
ist hier der Bube der Münzen gesprungen. Und das finde ich total spannend und das passt auch sehr schön, weil hier immer wieder die Einladung an dich ist. Schau dir deinen Selbstwert an, schau dir deine Gefühle an, schau dir deine Gedanken an. Also der Bube der Münzen, der schaut hier wirklich sehr klar und neugierig auch auf diese Münze. Der guckt sich das ganz genau an, von allen Seiten. Und so bist du auch jetzt in dieser Transformationsphase des Neumondes einfach eingeladen, dir alle Situationen, Gefühle, Gedanken, Eventualitäten einmal von allen Seiten anzuschauen. Anzuschauen, zu beobachten, nicht drinne zu hängen. Das ist dann wieder die Entscheidung. Ich schaue mir das an, um dann, ja, um dann zu entscheiden und um da deinen Platz einzunehmen. Na, das war ein ganzer Stapel. Eine Karte hier noch für die Ahnen. Weil ich glaube nämlich, dass du hier auch in gewisser Form ein altes Ahnenthema lösen darfst, wo vielleicht geht es auch um unterdrückte Weiblichkeit, es geht vielleicht um Machtthemen, um Unterwürfigkeit, all diese Worte kommen mir jetzt in den Sinn. Und du bist jetzt dazu aufgerufen, mit diesem Neumond, mit diesem Rad des Schicksals, was ja nun mittlerweile zweimal auf dem Tisch liegt, hier in dir zu heilen und deinen Ahnen dabei Heilung zu schicken, aber auch dieses Muster für deine Nachkommen zu heilen. Es waren auch drei, das ist mir zu viel. Zwei bin ich ja mit einverstanden. Eine wäre super. Die Ahnen, bitte eine Karte da noch. Manchmal braucht das Mischen etwas länger. Also das habe ich selber schon beobachtet, weil dann die richtige Karte noch nicht da ist, dass sie springen kann. Da ist sie, siehst du? Ja, die drei Kelche. Wundervoll. Genau das, was ich gesagt habe. Dass du für dich jetzt innere Heilungsarbeit machst, dass du damit die Ahnenlinien heilst, befriedest, befreist auch zum Teil und dass das eben ein Grund zum Feiern ist für deine Ahnen, aber dann auch für deine Nachkommen, weil du eben diese Muster jetzt erlösen kannst. Mit deiner Entscheidung. Mit deiner Entscheidung, dem Rat des Schicksals zu vertrauen, deiner Seele zu vertrauen, deiner göttlichen Führung zu vertrauen. Bist du bereit, deine Entscheidung zu treffen? Also dieser Neumond ist wirklich, wirklich kraftvoll. Und du hast jetzt hier symbolisch und energetisch einen Fahrplan, eine Entscheidungshilfe an der Hand. Ich kann nicht für dich entscheiden. Ich kann für dich in die Energien schauen. Und diese Energie hat es wirklich in sich. Und die Entscheidung liegt bei dir. Alles, alles Liebe zu dir.